Ich bin die Fledermaus, die die Nacht durchflattert. Ich bin Duck bin Duck. So ähnlich, wir sind natürlich Batman. Und wir müssen zur Batcave-Höhle. Und wir gehen natürlich vorsichtshalber hier nach oben, weil wir sind ein Schisser. Batman ist ein kleiner Schisser. Das Besondere an Batmans Point ist, es ist seit über 100 Jahren ein bevorzugter Ort für Selbstmorde auf Arkham Island. Ja, ich weiß. Ich habe mal einen unglücklichen Insassen davor bewahrt, auf die Felsen unter ihn zu sprengen. Ich habe einen Höhleneingang gefunden und über die Jahre einen Haufen Vorräte dahin geschafft. Es ist ein Zuhause fern von zu Hause. Ach so, das Thema schon wieder. Upgrade! Ich liebe Upgrades. So, was können wir denn machen jetzt? Das haben wir ja schon verbessert. Dann haben wir hier drei... Ich werde bescheuert, Alter. Das ist ein ferngesteuerter Spezialbatarang, der von Batman gesteuert werden kann. Nach dem Wurf kann er vorübergehend nicht erneut... Na, aber ein Doppel-Batarang-Bat? Batarang-Bat? Erhöht die effiziente Standard-Batarang und verlängert die Zeitspanne, die das Ziel kampfunfähig bleibt. Das hört sich eigentlich auch ganz gut an. Was war das hier nochmal? Das war, ermöglicht Batman, was? Ein Gegner unter Wasserspeier von oben zu packen, gefesselt hängen zu lassen. Boah! Was ist das? Kritische Combo, verdoppelt im Falle eines perfekten Timings die effizienten normale Angriffe, verdoppelt das Kopo, das Combo-Ergebnis jeden Angriffs. Dies beschleunigt die Aktivierung spezieller Combo-Moves. Geil! Verbessert werden einer Combo, dem Batarang, mit dessen Hilfe Gegner ausgeschaltet werden können. Ausgeschaltet! Hört sich gut an. Was ist das hier? Spezial-Combo-Wurf. Was haben wir hier? Spezial-Panzer-Upgrade. Hassen. Natürlich nehmen wir das. Nee, bisher ist das erstmal, das ist einfach mal richtig geil, wie ich die ganze Zeit Leertaste drücke und nichts passiert, ne? Ach ja, ich liebe mich. So, wir müssen hier wieder durch die Tür durch, ne? Das ist ja hier Geheimgang Nummer 1. Hallöchen. Gibt's hier noch irgendwas Spezielles, oder? Warum fängt er immer hier an zu quatschen? Hallo? Hallo? Wir gehen da erstmal nach oben. Ich würde da erstmal gucken, was da ist. Wahrscheinlich ja nichts. Ach, guck mal, da sind wieder unsere Kumpels. Der große Detektiv hat also nur 10% meiner Aufgaben erfüllt. Bist du bereit aufzugeben? Ich will da rüber. Komm ich denn da rüber? Hier jetzt. Warum kann ich nirgendwo nach oben? Ach nee. Na, das ist ja was für mich hier mit Klettern und so eine Scheiße. Da kann er ohne. Wenn denn. Wo bin ich denn hier? Ich weiß nicht, ob ich da hin darf, aber. Hallo? Oh, guck mal da. Aber das kriegen wir ja nicht dahin, oder? Ach, Moment. Ach, Mann, schon wieder die falsche Taste. Ich liebe dieses Leben. Ist die auch schon kaputt? Nee, das ist nur die kaputt, ne? Kann der da klettern? Also, wir machen erstmal hier den hier. Den. Ja, das war mir klar, du Vollidiot, ne? Na, ja, dann probieren wir mal. Okay, das schafft er nicht. Ich komme da bestimmt später erst hin. Ich glaube nicht, dass der irgendwie hier so lang kann. Jetzt sieht hier alle... Oh Gott, was war das denn? Okay, geh mal wieder raus. Macht ja wieder nichts. Nee, mach mal umsonst. Warum denn nicht? Na klar, machen wir das. Schade, dass der nirgendwo hier lang kann. Weil ich würde nämlich gerne da so rüber. Aber ich weiß nicht wie. Hallo?
Was ist denn das für eine Scheiße? Ist wieder kaputt oder was? Ach. Ja, sowas mag ich ja. Wege, die es nicht gibt. So, wo müssen wir hin? Ach, dahin. Okay, gut, alles klar. Irgendwie so. Da waren ja noch meine Kumpels. Ah, ich gucke erstmal hier so ein bisschen, weil ich finde das immer toll. Mal zu gucken, ob hier irgendwo so ein Überraschungs-Überraschungs-Ding ist. Ah, guck! Haha, heißt doch gerochen. Leicht. Sogar ein Blinder wäre darauf gestoßen. Oh, neue Figur freigeschaltet. Zeig mal. Hier. Geist von... Nee. Figur. Ich denke Figur. Ach so, bestimmt hier, wa? Irgendwas hier. Okay, alles klar. Ich bin die Flattermaus. Hallöchen und hallo. Hallöchen. Ja, das kann wirklich wehtun. Schon ein bisschen Mist. Oh. Hey. Geht's dir gut? Ja. Ich werde meinen Namen in dein Gesicht schwitzen. Oh! Durch die Hecke. Das war die Heckenkombo. Ich wollte ja sagen durch die kalte Küche, aber war ja mehr eine kalte Hecke. So. Ich muss immer noch gucken, wo ich... Ah, ich will mal M drücken. Kennt ihr dies? Wenn ihr M drücken wollt, um irgendwo hinzukommen. Ah, guck mal hier. Hier müssen wir hin. Na. Da. Aha. Mach da einfach. Ach, und das schaffst du, ja? Hier nach oben schaffst du, oder was? Bist du ein bisschen blöd? Da ist die Höhle, ne? Hui. Ach, guck mal, da unten ist... Oben ist eine Höhle, unten ist eine Höhle. Ich würde lieber... Ah! Aha! Okay, kommen wir hier durch? Nö. Oh, das hast du gefunden. Tut mir leid, eine Herausforderung war das nicht. Mir lief nur die Zeit weg. Naja, genau, du alter Laberkopf, ey. Da ihr seht den chirurgischen Landemove. Für uns gibt's keine kaputte Leitern. Oh, nee. Das Blut meiner Familie floss durch das Herz Gothes. Wir waren Ärzte, Politiker und Lehrer. Wir waren das Organ, das die verfilzten Adern der Stadt gereinigt hat. Wir waren ihre Diener, die alles gaben, um sie zu beschützen. Und trotzdem hat sie sich entschlossen, uns zu verletzen. Wer? Die Stadt? Ja, also spricht hat's nie anders verdient. Ich würde hier auch nicht zuhören. Und das hat ja keiner gefunden, ja, wahrscheinlich. Na gut, die Tür wird ein bisschen spezial sein, dachte ich. Einfach mal so ein locker lässigen Move gemacht. Scheint ja ein einfaches Schloss zu sein. Ich dachte ja so total kompliziert mit Zahlen und hast du nicht gesehen, aber nö. Warum denn auch? Gucken wir uns das natürlich ein bisschen mehr an. Achso, siehst du, ich wollte mal hier so ein bisschen gucken, ob hier irgendwas kaputt ist. Aber nö, okay. Nicht, dass wir hier noch eine geheime Höhle in der Betthöhle entdecken und das ein bisschen geheimer wird hier. Okay, ne? Siehst du? So wie sowas hier. Ach Gott, ey. Ich müsste eigentlich auch mal austesten, wie weit man weg sein muss, ne? Quatsch er jetzt wieder? Nee, diesmal quatscht er nicht. Aha. Achso. Da will er nicht, da kann er einfach springen. Oh. Ich wollte schon sagen, irgendwas ist anders hier.
Okay, ist ein bisschen versteckt. Das kann man so nicht finden. Ich wollte schon sagen, das wäre ein bisschen zu einfach gewesen. Identität bestätigt. Gegenmaßnahmen verhindert. Sicherheitssystem deaktiviert. Und wer bin ich jetzt? Dead Man Point. Oh, schön wieder zu Hause zu sein, so. Wohlgeborgen fühlt man sich hier. So erwärmt. Okay, ein paar Punkte. Boah. Geile Kacke, wa? Boah. Los. Boah, was können wir hier machen? Muss ich jetzt hier runterspringen oder was? Dann komme ich wieder zurück. Achso. Er hat aber. Haben wir da ein neues Bettmobil zu hängen? Ach nee, das ist der Kleiter, wa? Der Kleiter! Kennt er nicht? Treten. Einmal Frust ablassen hier. So Scheiße! Ben hat mich gehahnt! Blöde Kuh! Blöde Kuh! Arschloch! Blöde. So. Oh, das. Nee, das machen wir jetzt nicht. Heute nicht. Hallöchen. Genug getreten. So. Dr. Young betreute ein Projekt. Ein großes Projekt, das finanziell gefördert wurde. Hier sind Ihre letzten Aufzeichnungen. Ich werde nicht schlau draus. Was bedeuten Sie? So sieht aus, als hätte sie mit den Arkham-Patienten Experimente durchgeführt. Diese neue Chemikalie ähnelt der Original-Venom-Verbindung nur entfernt. Es gibt Veränderungen, die die Wirkung der Droge verstärken. Diverse Hinweise auf eine Titanformel. Schon eine kleine Menge könnte eine Venom-ähnliche Verwandlung im Wirt auslösen, die den Bedarf nach den Vorratsbehältern, die Bane braucht, überflüssig macht. Warte, die Aufzeichnungen sind nicht vollständig. Die Formel fehlt. Das muss das Geheimnis sein, das Dr. Young versteckt. Wenn Joker sie in die Finger kriegt, wird er eine Armee von tausenden Banes erschaffen. Mein Gott, ist Joker verrückt genug, das zu tun? Was sag ich da? Du musst ihn aufhalten. Was haben wir da? Petlov! Dieser Enterhakenaufsatz kann benutzt werden, um Gegenstände zu greifen und heranzuziehen. Die Bettlauf kann auch Gegner an Gegner befestigt werden. Geile Kacke. Warum hat er das nicht gleich, ey? Ich folge ihr. Sie ist mit Cash in Richtung Villa gegangen. Ich gehe durch die Katakomben nach oben. Ja, ja, klar. Geh doch durch die Katakomben nach oben. Voll Arsch. Ja, wirklich mal. Hat er schon mal an mich gedacht, dass ich hier hoch ein bisschen laufen muss? So. Aha, aha. Gegenstände. Jetzt darf ich sie bestimmt schon auswählen, wa? Bettlauf? Genau, hier. Ha! Bin ich ein Fuchs, ey. Man nannte mich auch Batmans Fuchs. So, jetzt aber hier keine Zeit verlieren, weil wir haben wirklich keine Zeit. Das ist ja. Automatische Tür. Wo ist der Sensor? Oh ja, ein bisschen ganz dunkel, ne? Ich hoffe, das geht wieder. Was denn? Was denn? Ah, da. Ah, wir haben doch ganz viele von so ne komischen Teile, wo wir nicht rankamen. Mir leid, Boss. Es hat etwas länger gedauert, ihn zu finden, als du gedacht hattest. Oh, das tut mir leid. Ich versuche das nächste Mal besser aufzupassen, wenn ich eine Insel in meine Gewalt bringe. Hey, so meinte ich. Kritik an die Abwehr, ich meine. Ich bin nicht perfekt. Naja, wenn man darüber nachdenkt, bin ich ziemlich nah dran, perfekt zu sein. Wo war ich nochmal? Ach ja, Kritik von einem Wurm wie dir. Einem Wurm, der nur frei herumkrabbelt, weil ich seine Zelle geöffnet habe, werde ich auf keinen Fall tolerieren. Tut mir leid, Boss. Ich meinte es nicht so. Bitte! Ja, weil ich sehe, wie sehr es dir leid tut, lasse ich jemanden bei dir vorbeifahren, der deiner Frau nur beide Beine bricht. Aber Joker!
Hast du ein Problem mit meiner großzügigen Art? Nein, ich glaube nicht. Danke. Vergessen wir es. Betrachten wir die Angelegenheit als erledigt. Hab ich dir schon den erzählt, wo ein Mann nach Hause kommt und seine Frau querschnittsgelähmt ist? Oh, ist ja mies, wa? Ich möchte mal sagen, dieser Mann hat's nicht verdient, hier der Bösewicht von Joker zu sein. Ich möchte abwärts. Okay, gut. Hat er gut geklappt. So, normal. Ah, okay. Gut. Zustand ruhig. Zustand noch ruhiger. Was mit dem Ding ist? Kannst du mich hören? Muss mir hochkommen und dir deine Ohren putzen lassen? Ich wüsste eine neue Methode. Die würde dich umbringen. Oh. Was ist das denn? Oh, ist das die Bettlauf? Schnelle Bettlauf. Okay. Hallöchen! Was macht denn der Typ da? Finde ich nicht cool. Ey! Hast du die Scheiße auf mich geworfen, kleiner Fraggle? Schlaf! Du gehst schlafen. Ey, die nehmen ja alle was. Ciao. Ey. Oh, au, oh, au. Oh. Der war nicht von schlechten Eltern. Das war ein Rücken. Ja, wie nennen wir den jetzt? Den zionischen Rücken Sambo? Gefällt mir. Der gefällt mir. Ja, das war wenigstens mal eine aufregende, schnelle Nummer. Ich liebe schnelle Nummern. So. Okay. Nee, stopp. Ich muss nur mal gucken. Okay. Oh, da ist ein Tonband. Gar nicht so versteckt. Kann ich hier auch noch ziehen, wa? Hier mit so einer Leertaste können sie aber auch sein lassen, weil, ist ja schon klar, dass man da denn möchte. Ist er schon da? Er? Soll das ein Scherz sein? Das Ding ist kein Mensch. Wo ist das? Das Ding? Mein Gott! Hallo. Mein Name ist Dr. Gretchen Whistler. Können Sie mich hören? Ja, ich höre dich, du Schlampe. Wann gibt's Abendessen? Ich krieg langsam Hunger. Hallo. Ich bin's. Dr. Gretchen. Gretchen. Keep out. Warning. Ich hab ja ein bisschen Bock darin zu gucken, wa? Wollen wir da... Haben wir da oben jetzt eigentlich? Nee. Natürlich nicht. Warum denn noch? Wa? Warum sollten wir da reingehen? Diese Trophäe war ein Test. Gut gemacht. Du hast den niedrigsten Grad erreicht. Aha. Dankeschön. Das ist echt, süß von dir. Jetzt will ich aber auch hier rinkicken. Was ist hier los? Okay. Oh! Ich werde dich finden und dein Fleisch wie Papier zerreißen. Ich glaube, ich habe mir einen gemacht. Oh. Was ist der? Ich habe mich noch mehr mit Dr. Young beschäftigt. Ihren Bankauszügen zufolge gab es verschiedene Zahlungen. Von April bis vor 2 Monaten. Dann nichts mehr. Die Zahlungen kamen von einer Firma, die einem Mr. Jack White gehört. Einer von Jokers ältesten Aliasnamen. Also bezahlt Joker Dr. Young dafür, ihm eine Armee zu schaffen, und plötzlich hört er auf damit. Das ergibt keinen Sinn. Macht das eigentlich Schaden? Nee, macht er ja keinen Schaden. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Angst gehabt davor. Dann gucken wir mal, was hinter den Tür 2 sich verbirgt. Aha. Was ist denn jetzt eigentlich mit meiner Traumfrau los?
Die haben wir ja nicht so den Arsch versohlt, mehr so die Gesichtsknochen neu angeordnet. Oh, Mist, ey. Oh, das ist ja was für mich, ey. Das sieht ja richtig schön nach Tomb Raider-mäßigen Springspaß aus. Genau, wenn ich das jetzt mache. So, Schluck auf habe ich. Das sehen wir in der nächsten Folge. Boah. Also. Oh, ich habe jetzt schon keinen Bock, Leute.